Hallo und willkommen zurück zu Vollgas. So, ich habe es mal nachgelesen, wie das Derby funktioniert, und es ist wirklich so, dass man den braunen Wagen vor die rechte Rampe schieben muss, um aufs blaue Fahrzeug springen zu können. Ich bin gespannt. Na komm. Und aufpassen, dass der blaue Wagen den braunen nicht erwischt. Ganz vorsichtig, Junge, ganz vorsichtig. Hau ab, du! Du Schnitzel, du! Nein, du Arsch! Ups. Oh, dachte schon, ich hab den Land gelegt. So. Na. Weiter unten. Boah, die Lenkung ist echt wie ein Arsch. Moment. Ob das reicht? Ich denke nicht, oder? Ja, lass mich! Ich versuch's mal. Toll. Ja, du bist der Beste. So, mal zurück drauf. Drehen. So. Na komm, lass mich. Er hat den schon wieder berührt. Du Scheißauto, du! Du, lass mich auch in Ruhe. Nee. Weiter rauf. So, auf die Linie muss er bleiben. Nein, das ist was hoch. Das ist wie zu hoch. Das ist wie zu hoch. So. Komm, dreh dich bitte. Ich bitte dich. Okay, machen wir so. Ah, ist wieder zu weit unten. Immer schön schräg anvisieren. So, einmal noch. Hau ab jetzt! Ich hasse dich, du Arsch!
Okay, bevor diese Folge wieder nur Derby kommt, mache ich einen Schnitt, bis wir es geschafft haben. Wir sehen uns an, Leute. Leute, ich hab's endlich geschafft. Das Auto ist nach dem 100. Versuch endlich da, wo es sein soll. So, versuchen wir es nochmal und... Okay, Bum Bum Brüder, eure Zeit ist vorbei. Schnappt ihn euch! Was macht ihr denn? Macht ihr einen Mittagsschlaf oder was? Ah, Idioten. Okay, Mo. Zeit fürs große Finale. Macht schon! Das nenne ich eine Explosion! Ich kann auch keine Überlebenden... Moment! Was ist das? Es ist der unbekannte Rächer und er steht in Flammen! Los, einen riesigen Applaus, Leute! Das sieht sehr schmerzhaft aus! Wir sollten ihn wirklich sofort löschen! Aber was für eine Show, ha? Was ist hier drin? Er ist Läufer und fackelt in einem, Leute! Zum Auto! Oh nein, hier! Das ist der Weg nach draußen, aber ich komme nicht durch diese Tür. Okay, dann nimm das Auto. Noch immer kein Zeichen von Miss Schmuck. Ah! Was für ein schmerzhaftes Ende! Zum Motorrad! Jetzt zerquetscht dieses Glühwürmchen, solange es noch leuchtet. Sieh nur, wie er läuft. Was jetzt? Das Ding weg. Jetzt kann ich noch den Kanin weglaufen und... Was ist los? Was ist los? Was ist los? Komm ich hier auch raus. Oh, die kennt die Kamera.
Was ist passiert? Habt ihr ihn erwischt? Endlich haben wir ihn erwischt, Bowles. Das bedeutet, Ripburger wird uns jetzt zu Direktoren machen müssen, wie er es versprochen hat. Und außerdem muss er jedem von uns 10.000 Aktien geben. Seltsamer Geruch. Was ist das, die Temperaturanzeige? Nun. Andererseits habe ich gerade 20.000 Aktien zusätzlich bekommen. Zeit für die Aktionärsversammlung. So ein Zack. Wo ist die Hardtail? Auf dem Boden verteilt, Mr. Recher. Was? Wo ist die tiefsentimentale Verbundenheit zum alten Motorrad deines Vaters geblieben? Ben, es ist nur ein Motorrad. In einer halben Stunde habe ich das wieder zusammengesetzt. Natürlich vorausgesetzt, ich finde diesen Schlüssel. Was für ein Schlüssel? Von was für einem Schlüssel redest du? Der Schlüssel zum Safe von meinem Dad. Ich erinnere mich, dass er ihn irgendwo an seinem Motorrad versteckt hielt. Aber ich habe überall nachgeschaut und kann nichts finden, das auch nur so aussieht wie ein Schlüssel. Ja, das schaffen wir schon. Was ist so wichtig in dem, was ist so Wichtiges in dem Safe? Was ist so Wichtiges in dem Safe? Das Testament meines Dads. Ich hoffe, dass er endlich die Wahrheit über mich erzählt. Warum hat er dich all die Jahre immer geheim gehalten? Er wollte nicht, dass die Leute das mit meiner Mom rauskriegen. Was ist so schlimm mit Mrs. Corley? Sie war nicht meine Mom. Ah. Wie kommen wir in die Fabrik rein? Hinter der Fabrik ist ein geheimer Eingang, der direkt in Dads Büro führt. Er hat mich immer heimlich reingeschmuggelt, damit ich ihm bei den Motorradentwürfen helfen konnte. Als er zu alt wurde, um die ganze Arbeit selber zu machen? Nein, da war ich erst 6. Wie finde ich den geheimen Durchgang? Nun ja, es ist ein bisschen knifflig. Du musst warten, bis alle Messgeräte auf Null stehen. Dann trittst du an der richtigen Stelle gegen die Wand und du bist drin. Wie finde ich die richtige Stelle zum Treten? Dad wusste genau, wohin man treten muss. Ja, ist ja klar, ne? Aber ich erinnere mich an diesen großen Riss in der Wand. Und wenn ich mich so gestellt habe, dass ich diesen Riss auf Augenhöhe hatte und dann direkt vor mir gegen die Wand getreten habe, dann ging diese verrückte Tür auf. Und wenn ich die Stelle nicht finde? Stell dich einfach auf Augenhöhe mit dem Riss, warte, bis die Messgeräte auf Null stehen und dann tritt. Ja. Wie war der Flug? Naja, irgendwas ist explodiert, als es losging und ich bin in einem Minenfeld gelandet. Aber abgesehen davon lief alles prima. Mir geht es übrigens gut. Danke der Nachfrage. Aha, großartig. Jetzt hilf mir, den Schlüssel zu suchen. Ja. Wo sind wir hier eigentlich? Das ist ein C-330 Großmoll-Jumbo-Transporter für Industriegüter. Den haben wir wieder aufgemöbelt. Wir wollen ihn wieder ans Rollen bringen, dann können wir ihn zu Biker-Rallys mitnehmen. Ihr wollt versuchen, mit dem Ding rumzufliegen? Rollen, Ben. Rollen. Dieses Baby hat seine beste Zeit schon lange hinter sich. Das fliegt nicht mehr. Erinnerst du dich noch an die Zeit, als du mich umbringen wolltest? Ja, wir haben dir echt eine spannende Lektion erteilt. Der Teil mit dem Treten ist ziemlich vage. Hör mal, ich war erst 6. Du gehst mir echt auf den Keks. Ich werde diesen geheimen Durchgang niemals finden. Hey Ben, siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Wenn ich diese Stelle zum Treten gefunden habe, als ich 6 war, dann glaube ich, dass du sie selber finden kannst. Okay, ich werde sehen, was ich tun kann. Ja, ist gut. Und vorher suchen wir noch den Schlüssel. Lauter Zahlen. Ach, das wollte ich jetzt nicht. Guck mal, nein. Ich will gar nichts weitermachen. Ich rede nur mit dir. Ja, ich rede nicht mehr mit dir. Ich werde sehen, was ich tun kann. Ja, ist gut. Ist der Schlüssel dann einfach nur eine Kombination? Kann ich doch gut drücken? Nee. Hm.
Ich geh mal. Hier, nimm dir Fotos. Wege. Ich will sie nicht. Zeig sie jemand Wichtigen, wenn du Gelegenheit dazu hast. Ach, die. So, dann gehen wir hinten rein. Das müssen die Messgeräte sein, von denen Mo geredet hat. Okay, einfach warten. Was guckt ihr? Soll ich nur? Tja, das muss Mo's Wand sein. Ich sehe nichts Besonderes, außer diesem Riss, den sie erwähnt hat. Jetzt warten. Jetzt? War es jetzt nicht null? Ich nehme das hier auseinander, wenn ich mal mehr Zeit habe. Nein, das war viel zu spät. Das war doch null, oder? Tja, das muss Mo's Wand sein. Ich sehe nichts Besonderes, außer diesem Riss, den sie erwähnt hat. Einfach beim hinterher drücken. Ich mich verarschen? Das müssen die Messgeräte sein, von denen Mo geredet hat. Will nicht auch noch das Elektrizitätswerk haben. Will nicht auch noch das Elektrik. Ja, geh weg da. Guck mal. Ah, da ist noch jemand. Verarscht, das sieht ja auch nicht. Tja, das muss Mo's Wand sein. Ich sehe nichts Besonderes, außer diesem Riss, den sie erwähnt hat. Die ist versiegelt. Okay, da macht sie nichts. Nicht aufzukriegen, mechanisch verschlossen und verrostet. Ja. Irgendwie versteht das jetzt nicht. Da passiert nichts und davon passiert auch nichts. Ich nehme das hier auseinander, wenn ich mal mehr Zeit habe. Nee, passiert nichts. Was machen wir hier noch falsch? Ich hoffe mal an. Tut mir leid, die Sitzung hat schon angefangen. Ich weiß, lassen Sie mich rein. Mr. Rittberger ist bei seiner Eröffnungsansprache. Keine Unterbrechung. Aber ich bin Aktionär. Ja, natürlich. Arschloch. Gibt's noch was? Ich nehm's auch mit. Ich nehm euch auch mit. Keine Souvenirs. Natürlich nicht. Ich habe genug Narben, die mich an diesen Trip erinnern. Gibt's hier noch was? Da gehe ich nicht rein. Ja. Vielleicht müssen wir vorher noch mit Mo einen Schlüssel finden. Irgendwie. So, gibt's hier noch was zum Anschauen? Nein, gibt's nicht. Hey Mo, übrigens, ich hab da einen Knickel für dich.
Da, für dich. Ein Kaninchen wird hier nicht viel helfen. Neues Geschenk. Teile nehmen. Nein, kann ich. Nein, das will ich nicht. Nein. Ich glaube, sie hat sie sortiert. Was ist immer das gleiche Geräusch? Wozu kann ich das auf- und zuklappen? Kapier ich nicht. Ich werde diesen geheimen Durchgang niemals finden. Hey Ben, siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Wenn ich diese Stelle zum Treten gefunden habe, als ich 6 war, dann glaube ich, dass du sie selber finden kannst. Nein, ich will sie nicht. Ich werde sehen, was ich tun kann. Ja, ist gut. Es gibt nur 2 Stellen zum Treten. Ist jetzt weit nach rechts gegangen? Ah, die geht weit nach rechts, okay. Ne. Auch nicht. Ah, komm, Alter. Was geht noch weiter raus? Ne. Es sind nur 4 Stellen hier. Da war ich gerade. Gibt's doch nicht. Noch weiter unten. Ne. Noch weiter unten. Oh, das war sie. Halleluja. Oh, endlich der Eingang. Das sehen wir uns aber nächste Folge an. Ich bedanke mich fürs Zusehen, Leute. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich wieder über Likes oder Kommentare freuen. Und bis dann. Tschüss.